Hey, hey, schöne Grüße aus Schweden. Ich habe ja mittelfristig, also wahrscheinlich so Anfang nächsten Jahres, vor, mir ein Kajak zu kaufen. Dieses Mal dann ein Hartschein-Kajak im Vergleich zu dem Aufblasbaren, das ich dieses Jahr geschenkt bekommen habe und das ich bis jetzt auch schon echt oft benutzt habe. Das neue Kajak möchte ich dann aber mehr für Ganztags- oder vielleicht auch Mehrtagstouren verwenden, zum Beispiel auf dem Strocken, ja, weit nach Norden und wieder zurück mit einem Zelt im Gepäck. Das ist zumindest langfristig der Plan, also vielleicht nicht nächstes Jahr, aber dann in 2 oder in 3 Jahren. Und deswegen soll es dann auch gleich ein Touring-Kajak werden, also ein etwas längeres Kajak werden. Problem, das müsste ich dann auch erst einmal irgendwie zu den diversen Seen und Flüssen hier in der Gegend transportieren können, ohne, ja, ohne es die ganze Zeit mit der Hand zu tragen. Idealerweise auch unabhängig von einem Auto, denn da habe ich halt A, gerade keins zur Verfügung und B, eigentlich sind die meisten Flüsse und Seen hier auch nicht so weit weg, dass man dafür, nur dafür jetzt unbedingt ein Auto bräuchte. Und deswegen habe ich mich ein bisschen nach Fahrradanhängern umgeschaut. Im Bild hüpfe ich dann auch die ganze Zeit schon rum und baue den Anhänger, für den ich mich entschieden habe, auf. Der ist nämlich schon vor, ja, 2 bis 3 Wochen hier angekommen. Das ist die XL-Variante der Firma Reacher. XL explizit halt auch für längere Kajaks gedacht. Für mein Aufblasbares ist das damit ein bisschen ein Overkill. Da hätte es auch eine kleinere Variante getan. Aber zum einen sind die auch teilweise modular. Das heißt, man kann die auch verkleinern, wenn man sich die entsprechenden fehlenden Bauteile dazu holt. Und letzten Endes ist das aufblasbare Kajak ja auch nicht der Hauptanwendungszweck. Und selbst da ist der XL-Anhänger immer noch sinnvoller als Gepäck und Kajak hinten aufs Rad zu schnallen. Das geht zwar, habe ich bis jetzt ja auch immer so gemacht. Und es hat auch okay funktioniert, aber es ist dann doch sehr viel Gewicht auf dem Hinterrad, wodurch es sich zum einen nicht besonders gut fährt und ja, besonders gut sichern konnte man das ganze Gepäck da auch nicht, weswegen ich immer ein bisschen aufpassen musste, dass mir das beim Fahren nicht hinten runterfällt, was nichtsdestotrotz ja, zumindest fast vorgekommen ist. Und mit dem Anhänger fährt sich das Ganze definitiv angenehmer. Was ich hier noch nicht wusste, was man aber im Hintergrund auf der anderen Uferseite vielleicht schon erahnen und auch etwas hören kann, dieser neblige und wolkenverhangene Samstag ist wohl der Hauptpaddeltag. Sonst war ich ja immer ziemlich alleine auf dem Wasser. Dieses Mal werde ich aber ganz schön von ganzen Gruppen scheinbar trainierender Kajakfahrer und ihren motorisierten Begleitbooten durch die Gegend gehetzt. Mit meinem
aufblasbaren Kajak und fehlenden Paddel verbinden, doch ein ganzes bisschen langsamer als die. Und man will ja auch nicht im Weg rumstehen, rumschwimmen. Naja. Kajakfahrer gehört. Kajakfahrer gesehen. Und entschieden, dass ich momentan nicht da bin, wo ich sein kann.
Und hier habe ich eine Insel gefunden. Wieder ein Vogelschutzgebiet. Zumindest im Sommer. Da werde ich irgendwo mal nachfragen, ob man die außerhalb der Schutzzeiten betreten darf. Und vielleicht sogar eine Nacht mit dem Zelt dort übernachten kann. Das war's dann auch für heute. Jetzt nochmal anlegen, alles zusammenpacken und dann abmachen.